angekommen. Kreuzwege gibt es in ganz Niederösterreich in unterschiedlicher Form. Oft sind es sakrale Kunstwerke von berührender Schönheit. Wir haben in der Karwoche dem Kreuzweg von Biesenberg im Weinviertel einen Besuch abgestattet. Im Vorjahr wurde er umfassend saniert, ein Fall für unsere Serie Kulturerbe. Kurz nach der zweiten Türkenbelagerung stiftete Gräfin Strattmann diesen Kreuzweg in Biesenberg. Ein Dank für die Befreiung. Heute ein sakrales Kulturjuwel aus dem Jahr 1696 von einem unbekannten Künstler. Berührend, innig und ausdrucksstark sind die Stationen, wie hier Jesu Abschied von Maria oder die Ölbergszene. So beginnt der Kreuzweg und zieht sich hinauf bis zur Pfarrkirche mit der Kreuzigung als oberste Station. Einst waren die Figuren bunt, jetzt zeigen sie sich im vorösterlichen Sonnenschein strahlend schön in Weiß. Behutsam wurden sie gereinigt, mit Löschkalk gestrichen und von einem atmungsaktiven Witterungsschutz umgeben. 340.000 Euro hat die Renovierung des Kreuzweges und der Stiege im Vorjahr gekostet. Die Gemeinde Biesenberg hat dieses große Projekt auch finanziell übernommen. Es sind das Sandsteinfiguren, die natürlich aufgrund der Witterung schon beschädigt waren. Und wir wissen, sie sollten alle 8 bis 10 Jahre restauriert werden. Das war der eine Aspekt, aber der zweite Aspekt war eigentlich ein ganz praktischer. Diese Stufen, die sich heute so schön darstellen, waren schwer beschädigt. Es waren Holz- und Ziegelstufen mit Gneisplatten versehen, ausgebrochen, also nicht mehr begehbar. Wir sind sehr froh, dass das auch die Gemeinde finanziell übernommen hat. Für uns als Pfarre wäre das nicht leistbar gewesen. Das ist etwas sehr Schönes, geht mir sehr ans Herz und das freut mich sehr, weil es auch ein wichtiges Zeichen ist, dass wir unser religiöses Erbe ernst nehmen. Die Treppe ist der Heiligen Stiege in Rom nachempfunden. Stimmig fügt sich alles mit der Pfarrkirche zusammen. Die Pfarre hat den Turm erst vor einiger Zeit renovieren lassen. Und auch innen zeigt sich eine prachtvolle barocke Kirche. Die Bevölkerung war zu Beginn der Kreuzwegsanierung noch vorsichtig abwartend. Man muss sich ja vorstellen, dass die alten Stiegen komplett weggeräumt wurden, der Bagger, der Kleine, da gestanden ist, da war nur erdreich. Also man konnte sich nicht vorstellen, auch ich nicht, wie es ausschauen wird. Der Kreuzweg in Biesenberg ist ein gelungenes Beispiel barocker Frömmigkeit. Es ist schön, dass er in der Bevölkerung fest verankert ist. Bei einer früheren Renovierung gab es Patenschaften. Dass die Gemeinde die jetzige große Sanierung übernommen hat, das zeugt von Verantwortungsgefühl gegenüber kulturellem Erbe und ist nicht selbstverständlich in heutigen Zeiten. Und so sind die Biesenberger stolz auf ihren renovierten Kreuzweg.